Welcome to the Media Toaster Podcast. Okay, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Media Toaster Podcast, eigentlich unsere 0,5. Ausgabe. Beta. Unsere Beta-Ausgabe, eigentlich eher Alpha. So, so möchte ich eben jetzt Free, gleich einmal... Free Alpha, Pre-Release Alpha, genau. Für die schlechte Tonqualität entschuldigen, aber wir werden das bei den nächsten Ausgaben noch in den Griff bekommen. Wir haben heute ein paar interessante Themen für euch vorbereitet, aber gleich mal vorweg möchte ich euch ein bisschen erklären, wer wir sind und was wir vorhaben. Also meine Wenigkeit ist Ralf Dörflinger und auf der anderen Seite sitzt der Felix. Genau. Und wir haben ein, ich würde jetzt mal sagen, also ich finde es interessantes Projekt auf die Beine gestellt und das heißt eben Media Toaster. Und was wollen wir eben damit bezwecken? Also wir wollen, also das Ganze ist aus der Idee herausgeboren, dass wir sowieso ständig über Filme, Videospiele und sonstige Sachen immer Serien, genau, Filme, Quatschen, Bücher dürfen wir auch nicht vergessen, können wir auch drüber reden, oder Comics. Und wir wollten jetzt einfach das mit euch, genau, mit euch, dem mächtigen Internet, einfach teilen. Was haben wir genau alles geplant, wenn du ein bisschen was drüber erzählen könntest? Ja, also wir haben geplant, dass wir das Ganze etwas größer aufziehen wollen, im Sinne, wir wollen Let's Plays machen, Podcasts wie diesen, nur halt in weiterer Folge in besserer Qualität. Besprechungen zu Filmen und Serien, zu Videospielen, auch im Podcast-Format und schriftlichen Format auf der Homepage. Videopräsentationen prinzipiell, zu kurze Videopräsentationen zu Spielen, Serien, Filme. Und was uns sonst noch so einfällt, vielleicht ein paar Deck-Themen, dass man Review von Hardware oder sonst also, irgendwas. Man muss dazu sagen, wir beide kommen aus der IT-Branche und haben dahingehend einschlägige Erfahrungen im Bereich der Technik und IT. Ja, und genau. Also das sollte jetzt und, nicht das Problem für uns lernen. Und über 20 Jahre Spieleerfahrung und Serienerfahrung und ich war ein bisschen in der E-Sport-Szene tätig. Also wir werden auch schauen, dass wir beim Podcast immer wieder interessante Gäste hinzuholen und auch schauen, dass wir vielleicht von Spieleentwickler oder Profi-E-Sportler oder Let's Player dazu holen und einfach mit denen ein bisschen über gewisse Sachen reden. Ja, das Ganze ist natürlich noch ein Non-Profit- bzw. Freizeitprojekt, aber natürlich ist das für uns auch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Deswegen haben wir eine Patreon-Seite gemacht, also einfach www.patreon.com/mediatoaster. Dort könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, uns Fragen stellen. Wir haben auch vor, euch dann einzuladen, mit uns zu diskutieren. Und ihr könnt auch gerne Themen submitten, also das soll auch interaktiv werden, also das Ganze. Also die Community soll aktiv mit eingebunden werden. Genau, wir wollen einfach unsere Meinung mit euch teilen und euch dazu animieren, auch eure Meinung einfließen zu lassen. Gut, dann starten wir mal zu unserem ersten Thema. Das Aufregerthema in den letzten paar Tagen. Ich sag nur, wie viel? 3. März, 3 Uhr war die Präsentation, oder? 3. 3 Uhr, ja. 3. 3 Uhr, ja. Was bedeutet das, Felix? Half-Life 3, nein. Gib mir mal, trollt das Internet und die Fans wieder mal gewaltig und lacht sich einen ab. Ja, genau. Ein bisschen zur Vorgeschichte, also Valve und HTC. Also wir haben jetzt wieder diese Virtual Reality Welle wie in den 80er Jahren eigentlich. Die Nintendo wieder irgendwie ins Laufen gebracht hat mit dem 3DS, meiner Meinung nach. Ja, genau. Und Valve und HTC planen eben auch so ein Virtual Reality Headset. Genau. Und die, glaube irgendeine Pressesprecherin oder Managerin von HTC hat bei der Präsentation dann halt gesagt, dass es auch ein Half-Life für die VR-Brille geben wird. Das lässt jetzt aber natürlich wieder viel Interpretationsspielraum offen.
gibt ja nicht mal einen Half-Life-Titel im Moment. Ja, genau. Sie könnten ja ein Remake vom ersten machen, das 3D-fähig ist, oder einfach die zweite, also das Half-Life 2, dass man das einfach mit der VR-Brille spielen kann. Oder Episode 3. Oder die dritte Episode, die uns eigentlich auch schon längst versprochen wurde. Oder? Seit fast schon alles erzählt. Aber was das Gerücht für mich etwas verstärkt ist, dass Valve halt gleichzeitig auch die neue Source Engine präsentiert hat. Ja. Und normal immer, wenn sie eine neue Engine präsentieren, haben sie halt da irgendeinen eigenen Titel dafür. Ich glaube, was war das bei der Source Engine 1, war es, also bei der ersten Engine war es logischerweise Half-Life. Half-Life 2 bei der Source. Ja, genau. Davor war es nicht Source. Genau, und bei der Source Engine losgetreten hat, das glaube ich Counter-Strike Source, war der erste Titel, den sie rausgebracht haben. Ja, stimmt, das war Counter-Strike Source damals. Ah. Dass man als Vorbesteller von Half-Life 2 gratis bekommen hat, mit Beta-Zugang. Genau. Nein, nicht gratis, nur den Beta-Zugang hat man als Vorbesteller. Ja. Also ich nehme schon stark an, dass da irgendwie vielleicht, und eigentlich... Es kann aber sein, dass am nächsten Fortress... Ein neues Left 4 Dead, ja. Was am naheliegendsten wäre, jetzt wo Turtleneck mit die Wolf auf den Markt gestoßen ist. Aber was ich persönlich eh nicht ganz so verstehe, ist ja dieser Half-Life 3 Hype. Ja, der erste Teil war super, der zweite Teil war super. Mir persönlich gefällt der erste Teil besser als der zweite. Ja, aber mir fehlt jetzt ehrlich gesagt auch nicht der dritte, und jetzt meine ich natürlich die Kommentare wieder. Mir storymäßig fehlt mir der dritte. Ja, es ist ein Cliffhanger, ja, es geht weiter. Das ist schon klar, aber ob es jetzt früher kommt oder später kommt, also mir ist nur wichtig, dass es gut ist. Ja, dass es gut sein wird, davon kann man, glaube ich, schon ausgehen. Aber und Valve hat ja jetzt schon so viel IPs und so viel AAA so viel Umbleiben. Ja, wirklich, von Dota angefangen bis Team Fortress, Counter-Strike und eigentlich alle laufen recht gut, und die Jungs haben sicher genug zu tun. Und Steam logischerweise auch noch. Ja. Und dann Steam OS und Steam für Linux. Ja, aber mit der Präsentation eben der neuen Source Engine beschreiten sie eben auch die Wege wie die anderen Engine-Hersteller, ob jetzt eben Unreal oder Crytek. Alle geben die Engine nämlich gratis raus. Also das kann sich jeder runterladen. Nee, gut, Unity. Die Source Engine war von Anfang an gratis. Ja, aber Unity dann halt runterladen. Ich weiß jetzt nicht, weißt du genau, ob die. Also bei Unreal ist es so, du kannst sie gratis runterladen, du kannst gratis das Spiel entwickeln. Nur wenn du, sobald du halt. Wenn man bei der Unreal Engine mehr als 3000 Dollar im Jahr im Quartal verdient, muss man 5% abgeben davon. Ja, bei der CryEngine ist es glaube ich auch ähnlich, aber ist es bei der Source Engine auch so? Source Engine ist meines Wissens noch komplett frei. Aber ich glaube schon, dass ich für also so wie Titanfall benutzt ja die Source Engine, aber hat sich halt stark verändert. Ich glaube, dass sie da schon Support oder irgendwas. Ich schätze mal, für den Support muss man auf jeden Fall zahlen. Ne? Ja. Ist ja bei Unity so, dass die normale Community-Version und Anführungszeichen Community-Version komplett gratis ist und du damit alle Geld verdienen kannst. Und wenn du die Pro-Version hast, haben willst mit Support und allem, zahlst du dafür, glaube ich, jährlich 2000 Dollar oder 2500 Dollar, irgendwas in dem Bereich. Ja. Aber es zeichnet sich für mich so ein bisschen. Ein Trend ab. Oder ja, ein Trend, eigentlich so wie es Web 2.0 gegeben hat, gibt es jetzt im Prinzip Gaming 2.0. Also gerade auf Steam sehe ich das schon extrem stark, oder? Ja, das ist halt einfach dass die ganzen Engine-Hersteller jetzt dann damit konfrontiert worden sind, dass der Indie-Markt, die Indie-Games den Markt überschwemmen und viele halt einfach zuerst immer nur die Unity-Engine, weil sie eben gratis ist, verwendet haben. Und die Engine-Hersteller wollen einfach was mitschneiden und sagen jetzt an, hey Burschen, ihr dürft für Indie-Games die unser Engine gratis verwenden, aber ab einem Umsatz von 3000 Dollar im Quartal müsst ihr uns einen gewissen Prozentsatz abgeben, damit wir auch was davon haben. Ja, das aber müsste ja komplett leer ausgehen. Aber ich glaube auch, dass
das Hauptproblem, in der die Games-Branche jetzt gerade steckt, das sind die, dass einfach die Budgets immer größer werden müssen. Also wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel Far Cry 4 oder Assassin's Creed, was Ubisoft da an finanzielle Mittel reinsteckt und wie viele Leute eigentlich an einem Titel arbeiten. Und ich glaube, Unreal probiert jetzt eben das mit dem neuen Unreal Tournament, wo halt eben die Community von Models bis Texturen und alles liefert. Einfach, dass sie so probieren, eben die Entwicklungskosten zu senken, gleichzeitig die Spieler an der Entwicklung zu beteiligen und eben mal gleich draus zu lernen und das Spiel gut zu machen. Also ich finde die Idee geil ist. Ja, ich finde für gewisse Sachen ist es echt brauchbar, aber ich sehe da ein bisschen einen Negativtrend eben, dass man dann es ist auch das gleiche mit diese ganzen Early Access Sachen, was für mich da eigentlich auch mit reinfällt, dass man eigentlich mittlerweile schon dafür zahlt, dass man den Entwicklern helfen kann, das Spiel zu entwickeln. Mhm. Und ich glaube, da geht es jetzt gerade in die Richtung ein bisschen hin. Ja, es ist ja irgendwie fast schon ein bisschen bedenklich, dass fast alles nur noch über Crowdfunding, also jetzt haben wir abgesehen von den riesigen IPs von AAA-Herstellern, sehr, sehr viel nur noch über Crowdfunding und Early Access finanziert wird, wo dann, so wie bei Yogscast und so, dann auf einmal das ganze Team und die Entwickler verschwinden und niemand weiß, was passiert ist. Das Geld ist weg und die ganzen Baker haben da $10-Spiel auf Steam geschenkt bekommen. Also Entschuldigung, egal wie viel sie gebaked haben. Und meiner Meinung nach ist da die Tendenz dazu. Naja. Es ist auch so, man sieht es auch bei Kickstarter, dass im vorigen Jahr die Menge an Baker und die Menge an Geld, das gebaked worden ist, zurückgegangen ist im Vergleich zu 2013. Mhm. Also die Leute werden da auch immer vorsichtiger und skeptischer. Man braucht nur sehen, wenn schon so Größen wie Peter Molyneux mit diesem Gottspiel mit Godus, Godus komplett versagen und da jetzt nur noch 5 Leute oder so daran arbeiten und die Mobilversion jetzt mehr Priorität hat wie die PC-Version, dann läuft da irgendwas einfach verkehrt. Ja, aber ich glaube, dass gerade diese Frei-Engines oder dass die ganzen Engines und Game Engines jetzt gratis sind. Es ist eben eine Reaktion auf die Indie- und Kickstarter-Welle. Ja, absolut. Ja. Die Engine-Engineers wollen ja was mitschneiden, weil denen geht der Welt durch die Finger. Ja, genau. Deswegen bin ich da jetzt gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, dann zu unserem nächsten Thema. Du hast ja schon einen neuen 3DS, oder? New 3DS, ja. Ja. Und, wie ist er? Seit Release Start. Im Vergleich zum normalen 3DS bzw. zum normalen 3DS XL, meiner Meinung nach lohnt sich der Kauf. Lohnt es sich? Also, aber du bist ja Junkie, wie viel hast du jetzt nicht schon mehrere 3DS? Oder? Drei Stück. Drei Stück, ja. Den kleinen, also den normalen 3DS, dann den 3DS XL und jetzt den New 3DS XL. Nintendo Fanboy. Ja, natürlich. Ich habe auch jede Version von Nintendo DS. Also DS, DS Lite, DSi und DSi XL. Und? Aber was sind jetzt die ausschlaggebenden Verbesserungen? Also man hört immer besseres 3D, das 3D ist stärkere CPU. Also der ausschlaggebende Grund für mich ist einfach der, dass das 3D jetzt wirklich viel, viel besser ist mit der Außenkamera für Set-Tracking. Mhm. Also da ist jetzt eine eigene Kamera dabei, die... Früher war es so, also beim normalen 3DS, dass eine Cam hinterm Display war. Mhm. Und jetzt beim neuen ist Cam oben am Display, die direkte Set-Tracking macht. Mhm. Und das 3D ist wirklich viel, viel besser. Also beim alten 3DS war es bei mir so, dass ich nur für Filmsequenzen das 3D an hatte, also so ein Ocarina of Time, das Intro und die Zwischensequenzen. Mhm. Und beim eigentlichen Gameplay das 3D deaktivieren musste, weil sobald da ein bisschen eine schnellere Bewegung reinkommen ist, wo sich das Display im Winkel zu deinem Kopf ein bisschen verändert hat, war dann das 3D schon unscharf, man hat Ghosting gehabt und es war prinzipiell einfach schier. Jetzt beim New 3DS ist so, also wir haben zusammen am Release-Tag mit Majora's Mask 3D gekauft und ich muss sagen, ich bin extremst begeistert, also ich habe in diesem Spiel noch nie den
3D-Modus ausgeschalten, weil egal wie hektisch und aggressiv ich jetzt spiele und auf diesem Gerät herumreise, das 3D bleibt immer konstant und schön. Mhm. Aber hast du das Limited Bundle gekauft? Nee, ich habe mir das Gold habe ich leider nicht mehr bekommen. Ah. Ich habe einen normalen New 3DS XL in Schwarz. Ja. Und halt das die Limited Edition von Majora's Mask mit einem Poster und einem Majora's Mask Pin. Also soll es aus. Ja, ich bin aber gespannt, wie viel Exklusivtitel erscheinen werden. Bis jetzt ist ja nur einer angekündigt, das Xenoblade. Xenoblade, ja. Ja. Aber ich bin mir ein, irgendwas hat Nintendo gesagt, dass wir schon 5 Spiele exklusiv in Produktion haben. Das erinnert mich ein bisschen an früher, an die Gameboy-Tage mit dem Gameboy Color. Mhm. Da war es ja voll, der war ja ob jetzt kompatibel, aber manche Spiele sind dann halt nur mehr auf dem Nein. Also die DX-Spiele haben dann nur mehr auf dem Game Boy Color funktioniert. Das waren halt Game Boy Color only. Das hat Nintendo aber, beim Game Boy Advance haben sie das nicht gemacht, aber beim Nintendo DS haben sie es genauso gemacht, weil beim DS ist ja dann der DSi herausgekommen und dann hat es zwei Hände voll, glaube ich, DSi only Games gegeben. Das war irgendeine Pokémon-Spiele und noch zwei, drei andere Spiele. Unter anderem ein Puzzle geben, dass die Kamera vom die Display-Kamera, also über ein Display-Kamera vom Nintendo DS genutzt hat. Mhm. Aber ja, und im Großen und Ganzen war es beim DS wesentlich, also es waren 10, 12 Titel, ja. Die beim Finden. Ja, beim DSi dann auch die ganze Online-Funktionalität, also ich glaube noch dieser Download-Store. Ja, da ist dann der eShop dazu gekommen. Der eShop dazu kommen. Mit ein paar Virtual Console-Titel und eben ganz, ganz, ganz viel kleineren Titel von Nintendo selbst und aber auch ein paar Indie-Titel oder mehr Indie-Titel als Nintendo-Titel. Was eh wieder so ein Punkt ist, Nintendo und Indie. Naja, es gibt Shovel Knight für 3DS. Ja, aber. Aber gerade bei dir. Im Vergleich zu jetzt Sony und Microsoft wesentlich weniger Indie-Titel. Also ja, aber wenn man jetzt vergleicht, macht es Nintendo. Also wenn man jetzt einmal sagt, die zwei einzigen wirklichen Gaming-Handhelds, die es noch gibt, also die PS Vita und den 3DS, jetzt einmal wirklich vergleicht, finde ich, macht es Nintendo von der Strategie her weitaus besser. Zumindest am Handheld, ja. Also der Nintendo tut meiner Meinung nach sehr, sehr viel in den 3DS bzw. jetzt New 3DS investieren, was Software angeht. Was Sony bei der PS Vita, glaube ich, eher ein bisschen sehr stiefmütterlich behandelt. Ja, ich bin ja eigentlich ein totaler Vita-Fan. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 20 Titel oder sowas mindestens. Und eigentlich gefällt es mir extrem gut. Also die Indie-Versorgung ist auch super, aber Sony, oder ich glaube, letztes Jahr, oder 2013 war das, glaube ich, schon, wo Sony halt angekündigt hat, dass eben der Killzone-Ableger für die Vita war halt der letzte große Titel, den sie eben selbst produzieren. Mhm. Dass sie halt mehr kleine Geschichten, Crossplay und Emulationen eben machen. Und das finde ich halt doch irgendwie wie schade, weil eigentlich hat sie extrem viel Potenzial. Du darfst eins nicht vergessen. Sony hat wesentlich weniger Entwicklungsstudios als Nintendo. Ja, das stimmt auch noch dazu. Ja, aber trotzdem, das, was Nintendo ja super gut macht, das ist einfach, dass sie die Spiele auch doppelt rausbringen. Und das müsste eigentlich bei Sony ja genauso möglich sein. Also wenn man jetzt hernimmt. Ja, Mario Kart gibt's auf ich meine jetzt neue Titel. Grim Fandango ist ein Remake. Ja, aber das gibt es trotzdem für PS Vita und PS3 und PS4. Aber das sind im Prinzip Emulationen, also alles, was auf der PlayStation 1 gelaufen ist und funktioniert oder auf der PS2, das wird mit Leichtigkeit auf die Vita einfach emuliert. Aber es geht eben um die neuen Titel, ob es jetzt ein Nintendo Smash Brothers ist oder ein Mario Kart, das erscheint für Badekonsole. Mario Kart, ne? Nein, Mario Kart, der neueste Teil ist nur Wii U. Ah, okay. Aber die. Na, sie. Okay, stimmt.
Smash Bros. Ist jetzt zum Beispiel ist es der Titel, der auf beiden erschienen ist und im Großen und Ganzen den wesentlich selben Funktionsumfang hat, außer dass mit Absicht die Stages anders sind, also dass du am 3DS andere Stages hast wie auf der Wii U und umgekehrt, damit du einen Anreiz hast, das Spiel für beide doppelt zu kaufen, ganz genau, für beide Konsolen zu kaufen. Ja, aber gerade, also shopmäßig, also es gibt jede Menge Titel, also alles, was es auf der PSP gegeben hat, kannst du genauso auf der Vita spielen, alles, was auf der PlayStation 1 gegeben hat, kannst du auf der Vita spielen, also von der Titelversorgung her macht Sony eigentlich schon ganz gut. Und das und auch Indie-mäßig ist wirklich was los. Ja. Ich glaube dafür, also meine ganzen Indie-Titel, die ich spiele jetzt eigentlich auf der Vita. Ja, aber auf was der einfach am bequemsten ist. Dass du die ganzen PlayStation Portable, also PSP-Games, die du auf der Vita spielen willst, alle noch einmal kaufen musst. Beim 3DS brauche ich einfach meine Nintendo DS-Karte hineinstecken. Es wird dazu noch ein Upscaling mit einer bisschen Kantenglättung gemacht, weil die das Display ja ein wenig größer ist, zumindest da hast du sicherlich den Vorteil, dass du die Software nicht doppelt kaufen musst, so wie das bei Sony. Aber außer es sind jetzt Virtual-Konsole-Titel von Retro-Konsolen aller NES und SNES, da kannst du, da ist es dann wesentlich. Das ist funktioniert wesentlich das Cross-Buy beim 3DS? Gibt's bis jetzt keinen einzigen Cross-Buy-Deal. Gibt's keine Cross-Buy, also auch nicht vom DS. Also wenn du im DS eShop was gehabt hast, kannst du das nicht mitnehmen auf dem 3DS, gell? Doch, das schon, also wenn du... Also die funktionieren schon, ne? Also Sachen, die du am DS im eShop gekauft hast, kannst du auf dem 3DS mitnehmen und auch Sachen, die du am 3DS im eShop gekauft hast, kannst du auf dem New 3DS mitnehmen. Das funktioniert, also der Import von eShop-Titeln, das funktioniert, aber dass du... Sony fokussiert das jetzt mit dem Cross-Buy wirklich stark. Also ja, du hast viele Titel jetzt drinnen, ob es jetzt, wie du schon gesagt hast, Grim Fandango, du kaufst es für die Vita oder für die PlayStation 3 oder für die PlayStation 4 und hast es dann für alle. Hm. Das ist jetzt erst beim Kommen, also Sony hat sich da relativ lang Zeit gelassen dafür, was ich eigentlich nicht verstehe. Nee, ich bin neugierig, ob das Nintendo jetzt auch irgendwann einmal einführen wird, aber dafür müssen sie die Wii U nicht ganz so stiefmütterlich verhasst, würde ich schon sagen, behandeln, wie sie es jetzt tun. Also ich bin Besitzer einer Wii U und eigentlich glücklicher Besitzer einer Wii U. Aber wenn man sich den eShop anschaut, ist das einfach, also der 3DS hat sicher fünfmal so viel Auswahl wie die Wii U im eShop. Ja, es fehlen die Third-Party-Developer und die Installationsbasis. Ich glaube, das ist eigentlich der Grund. Das trifft eben genauso für die PlayStation Vita und auch für die Wii U zu, dass einfach die Installationsbasis weitaus geringer ist. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Stück jetzt gerade abgesetzt worden sind, aber ich glaube, dass Sony und Nintendo sich schon extrem stark daran orientieren, wie viele Geräte sind draußen. Und ja, aber wenn man das jetzt vergleicht, die Wii U hat trotzdem noch im Moment noch mehr verkaufte Stückzahlen als die Xbox One. Und die Xbox One erhält aber einen wesentlich stärkeren Third-Publisher-Support und einen wesentlich stärkeren Support von Microsoft. Gut, dazu muss man sagen, Microsoft hat so gesehen nur eine aktive Konsole am Markt, auf die sie sich konzentrieren müssen können. Im Gegensatz zu Nintendo, die jetzt an Handheld und Heimkonsole am Markt haben und Sony auch an Handheld und an Heimkonsole. Aber zurück noch zum 3DS. Da hat es ja so Probleme gegeben mit dem Speicherkartentausch, oder? Oder dass du halt von der Konto von einem 3DS auf den anderen mitnimmst. Hast du da irgendeine Probleme gehabt? Na, das geht ganz einfach. Du musst beide DS oder 3DS halt auf der aktuellsten Version haben von der Firmware. Dann geht man in die Systemeinstellungen hinein, dann geht man auf Systemübertragung bei beiden. Aber das geht dann online, oder? Oder musst du das mit der Karte? Das geht über WLAN. Aber du kannst dann dein Konto auf Baden nutzen, oder wie? Oder ist dann die andere? Also es funktioniert schon. Also du kannst eben die Systemübertragung machen oder halt einfach dein Club Nintendo und eShop-Konto auf Baden registrieren. Und dann kannst du die Sachen auf beiden Geräten nutzen. Also auf Baden nutzen, ja. Das ist gut.
Es ist halt recht praktisch, dass es diese Kontoübertragung gibt, dass du von einem Gerät aufs andere übertragen kannst, dass du nicht alles noch einmal neu runterladen musst, weil dann machst du die Übertragung, das geht über das WLAN, die verbinden sich über das interne WLAN-Modul. Ja. Und dann übertragen sie Nintendo DS alt auf Nintendo DS neu die Einstellungen, Daten und Spielstände. Ja, ich werde mir jetzt einmal bald durchringen, weil eigentlich brauche ich auch einen 3DS. Kauft er den New 3DS schneller? Also das muss man auch sagen, er ist wesentlich schneller als der Vorgänger. Also mehr bessere CPU und CPU alles. CPU ist wesentlich, also man merkt wirklich, dass die CPU viel, viel schneller ist als die vom Vorgänger. Ja, apropos CPU. Nvidia hat auf dem CES auch was Lustiges vorgestellt. Ein neues Shield-Device. Also eine TV-Konsole oder TV-Box. Set-Top-Box, oder? Ja, Set-Top-Box rennt mit der aktuellen Tegra-Chip-Generation. X1, oder? Ja, genau, X1. Hat Android-TV drauf und wird mit einem Funk-Controller ausgeliefert. Tja, und wieder mal sehe ich den großen Konsolen-Crash 2.0 auf uns zukommen. Warum? Ja, weil es so ist wie damals beim Konsolen-Crash, dass es... Naja, die Spieletitel werden in vielerlei Hinsicht immer schlechter, weil vor allem jetzt bei Android jeder Horst sein Spiel auf den Markt werfen kann. Mhm. Und weil es einfach in meiner Meinung nach schon so eine Überhand hat, dass es einfach nur noch traurig ist, weil wieso brauchen wir 15 verschiedene Setup-Boxen, so wie die, jetzt nicht nur Setup-Boxen, aber sowas wie die Oya, dann die Nvidia Shield Setup-Box, die jetzt auf den Markt kommt, dann von, Amazon Kindle TV mit Spielefunktion, das ist naja, lächerlich. Ich glaube eher, das ist jetzt einfach eine neue Device-Kategorie, also wir haben die klassischen Konsolen gehabt, also Nintendo, Sega, Microsoft, Sony, also die klassischen Konsolen, dann haben wir nebenbei immer noch den PC gehabt, jetzt haben sich eben diese Mobil-Devices halt, also Handys und iPhones dazwischen geschlichen, die mittlerweile ja schon ziemlich, ziemlich gute Grafikleistung haben. Und ich finde, das ist eigentlich ja nur ein logischer Schritt, dass es da halt eben gerade Google wird das ziemlich forcieren, dass es da auch eine Plattform anbietet, wo man dann halt Spiele drüber spielen kann. Und ich finde die Idee ja eigentlich gar nicht so schlecht. Die Idee ist nicht schlecht, nur Google hat keine Qualitätskontrolle bei den Apps, die in den Markt kommen. Ja, aber das hat Steam auch nicht. Schau das Steam an. Nee, es gibt da gewisse Qualitätskontrolle, sonst wären Sachen wie DC oder so nicht rausgeschmissen worden. DC ist noch immer drin. Es gibt dieses Greenlight-System, aber man muss schon, Google, um eine App zu veröffentlichen, muss man auch schon ein gewisses Level haben und die ganz die schlechten, die kommen sowieso nicht in die Rankings vor oder findest du relativ schwer. Ja, es gibt ja sehr viele Apps, die nie in Rankings erscheinen. Also ich glaube, diese ganzen Setup, Android und Apple TV und wie diese ganzen Plattformen heißen, stehen und fallen tut das Ganze, finde ich, immer mit die Titel. Also jetzt bei Nvidia haben sie angekündigt, dass Crytek eben Crysis portiert, also Crysis 3. Mhm. Ich bin schon gespannt, wie das ausschauen wird grafisch. Also ich glaube, mit der PC-Version wird es so oder so nicht mithalten können. Ich glaube das einfach, dass auch, ja. Crytek hat ja mittlerweile mit Android, die haben ja schon aber diverse... Man darf eines nicht vergessen, das Ganze soll ja dann irgendwie über die Source Engine 2 laufen auf der Nvidia Shield Box und die Source Engine 2 hatte dann Vulkan. Das heißt, dass hardware-nahe Zugriff auf CPU und Grafikkarte. Naja, Crysis läuft schon mit der CryEngine und die sowieso. Ja, das ist ja kein Engine, das ist. Das Vulkan ist ja im. Ja, das in der Grafik-Library im Treiber drinnen.
Ja, genau. Es läuft über New GLX. Aber diese Boxen, so schön und so gut sie sind, sie sind auch extrem weit weg von den normalen Spielkonsolen und mit einem Preis, ich glaube, was $300 oder so die Nvidia Shield Setup-Box kosten soll, wenn sie rauskommt. Ja, aber man hat es ja bei der Oya gesehen, wie lange sich das gehalten hat, der Hype. Ja, Das es war fehlt. Kickstarter, die Finanzierung war Hype und danach hat es zwei Monate oder so gedauert, bis das komplett aus allen Medienberichten verschwunden ist und keiner mehr Interesse an dem Teil zeigt. Ja, das Problem damit ist, es gibt keine Exklusivspiele oder es gibt da keine wirklich guten Spiele. Es gibt so kleine Spiele, mit denen du vielleicht 20, 30 Minuten die Zeit vertreiben kannst. Aber es Ja, es gibt sind jetzt, halt alles Handy-Handheld. Viele, genau, die es gibt keine wirklichen Kracher. Und man muss sich einfach die großen, ob es jetzt Ubisoft, EA ist, also die wirklich großen Drittanbieter holen, ins Boot holen, dass die ja wirklich gute Titel machen. Und wenn man das eben nicht kann, dann muss man so machen wie Nintendo und seine eigenen wirklich guten Titel an den Mond bringen. Weil gerade mit der Wii oder mit der Wii U sieht man, dass eigentlich nicht die, man braucht jetzt nicht die mega starke Hardware, um gute Spiele zu zeigen. Ja, wobei man das sagen muss, Nintendo hat ja sowohl bei der Wii extrem bewiesen, dass sie guten Dritthersteller-Support haben und wenn man noch weiter zurückrückt, NES und SNES haben den größten Drittanbieter-Support gehabt, den Konsolen in der Zeit gehabt haben. Ja gut, beim NES vor allem auch noch deshalb, weil Nintendo Knebelverträge mit den Publisher gehabt hat und die Entwickler, dass sie nur ausschließlich für NES entwickeln dürfen und nicht für Sega. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Android und iOS sicher in der Zukunft eine viel größere Rolle spielen werden. Also ich glaube, dass, wie wir schon vorhin gesagt haben, 3DS und Vita wahrscheinlich sind die letzten Geräte ihrer Art. Also in der Hinsicht wird, also ich bin mir sicher, dass Sony keine weitere dedizierte Handheld-Spielekonsole mehr auf den Markt bringen wird. Das glaube ich nicht. Nintendo Nintendo schon. vielleicht, Ich bin Nintendo auch der wahrscheinlich Meinung, schon. dass Nintendo der einzige Hersteller sein wird, der nächste Konsolengeneration auf den Markt bringen wird, weil ich bin der starken Meinung, dass Sony und Microsoft die nächste Konsolengeneration dahingehend auslegen werden, dass es eine Set-Top-Box geben wird, wo die Spiele gestreamt werden. Ja, Sony. Das wird alles auf Streaming rauslaufen. Es gibt jetzt schon das PlayStation Now Ja, und das. und ab nächsten Jahr soll es, glaube ich, die ersten Fernseher geben, wo du den DualShock einfach dazu schließen kannst. Ne, es gibt schon, es gibt glaube ich Oder schon, gibt es das es gibt schon? schon PlayStation Echt? Now Sony-Fernseher, wo Ja. du den DualShock 3 oder 4 damit synchronisieren kannst. Aber Und es gibt ja das. schon das PS-TV, das ist, oder PS Vita, PlayStation TV, ja. PlayStation TV, wo du auch den Zugriff auf PlayStation Vita-Titel hast und ich glaube PlayStation 3-Titel auch über PlayStation Now. Und ich glaube bei Nintendo, bei Sony und Microsoft wird es in Zukunft darauf hinauslaufen, dass Aber das das Problem, aber das, wie gesagt, das Shield ist auch, die bieten ja dieses Nvidia Grid an, diesen Videospielservice, aber das kann sich auf lange, also das wird sich kurzfristig oder mittelfristig, können sich das einfach nicht durchsetzen. Es wird gehen, vielleicht für so ein paar Minispiele, die du irgendwie wie streamst, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas mit stark Echtzeitbezug spielst, ob es jetzt diese MOBA sein oder Ego-Shooter, wo du einfach mit Leuten auf Servern bist, da funktioniert das einfach nicht. Soweit ich weiß, funktioniert das Grid sowieso nur im Heimnetzwerk. Also du hast Ja. Teamspiel, da hast du dann eine Latenz, wo das glaube ich nichts Ja, ausmacht. aber Ziel eben, ob es jetzt Sony mit Gaikai ist oder Nvidia mit Grid oder der Microsoft Service, sie wollen ja, dass du im Prinzip in der Zukunft nur mehr fürs Eben. Spiel streamst. Eben und deshalb bin ich der Meinung, dass die PlayStation 4 und die Xbox One die letzte Konsolengeneration von Microsoft und Sony gewesen sind. Und es Ja, nur noch die Nintendo letzte. geben wird, der wirkliche Konsolen. Weil Nintendo Die hat nicht letzte, die wirklich wir. Interesse am Streaming, das haben sie selber schon gesagt. Und das alles, was von Microsoft und Sony noch kommen wird, jetzt nach der PS4 und Xbox One, werden reine Streaming-Devices sein. Es ist ja eigentlich auch der nächste logische Schritt und alle Hersteller gehen dorthin. Ob man Valve bringt jetzt so eine eigene Streaming-Box raus, die einfach über Steam streamt.
Na, zurzeit auch nur noch lokal, aber das ist einfach Du hast dann die der Latenzen vom Internet Spielplatz, ja dazu genau, genommen. das ist einfach der Spielplatz, also da wird einfach jetzt die Technologie einmal im Heimnetzwerk getestet, aber auf lange Sicht werden wahrscheinlich alle großen Hersteller mehr in Richtung Internetstreaming gehen. Die Technologie ist noch nicht weit genug. Das Internet ist logischerweise auch noch weit Die genug. Technologie ist, glaube ich, schon halbwegs gut. Also Ja, halbwegs weit. Ich habe ja, aber die Geig, Latenzzeiten, ganz die genau. Ich Latenzzeiten habe sind Geig ja. her damals in der Firma über Gigabit LBL getestet. Und das ist eigentlich super lang. Da waren im Großen und Ganzen überhaupt keine Latenz und keine Ruckler und so. Aber ja, nicht jeder hat einen LBL-Anschluss zu Hause, mit dem er das dann machen kann. Ja, Wo man wirklich die dann an. einzigen Gesegneten in der USA mit ihrem Google Fiber, Ja. aber in Europa oder bei uns in Österreich sind wir da noch weit davon entfernt. Ich glaube, die durchschnittliche Geschwindigkeit ist jetzt, glaube ich, bei 7 oder 8 Mbit Österreich halt. Jetzt muss Also man das halt abtun. ist. Ja, aber es ist ja so, aber wenn man dann Glück hat, dass man in einem Gebiet wohnt, in einem Einzugsgebiet von Cello wohnt, wo man da bis zu 250 Mbit kriegen kann, über Coax, es ist trotzdem das Problem, dass du da Pingzeiten hast, mit denen du das dann vergessen kannst und du musst da ans Bedenken. Aber wenn du jetzt ein direktes LBL von die Stadtwerke, Oder Telekom oder so hast, die Server müssen trotzdem halbwegs in der Nähe sein, von denen das gestreamt wird, weil wenn die jetzt in Amerika oder Großbritannien sind, sind da so viele Hops dazwischen, dass du schon wieder Latenz drauf hast, die das Ganze vor allem bei schnellen Spielen problematisch werden werden kann. Weil je mehr Hops dazwischen sind, umso höher ist die Latenz. Ja, und zum anderen von der Shield die Hardware, also da muss ich auch noch was tun. Aber sie wird immer stärker, wenn man jetzt schon denkt, was jetzt auf Mobiltelefonen schon Ja, für Grafiken laufen und es ist ja so, ja. zum Beispiel auf dem Nvidia Shield Tablet kannst du ja zum Beispiel Half-Life 2 kaufen, ganz normal und drauf spielen. Ja, aber ja, man müsste sich das einmal anschauen, wie die Qualität ist, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Qualität jetzt von einem durchschnittlichen PC, wenn ich jetzt Crysis auf einem durchschnittlichen PC spiele und auf einem Nvidia-Tablet, dass da trotzdem Welten sind, weil einfach die CryEngine skaliert gut. Die hat, also ob Version 2 hat sie echt super skaliert auf alle Konsolen und dann, aber es sind halt die Details, die dann fehlen. Also es ist sicher spielbar, es ist sicher gut spielbar, aber die Qualität, finde ich, ist da schon Ja, sehr unterschiedlich. man muss abwarten. Also bin der Meinung, dass wir das nicht so verschreien wird, weil eben, wie gesagt, jetzt an, mit dem, die Nvidia Shieldbox jetzt eben Vulkan bzw. GL Next, also der Nachfolger im Großen und Ganzen von OpenGL, der Hardware nahe arbeiten soll, so wie es eben von AMD das Mantle war, da jetzt DirectX 12, wobei AMD Mantle ja jetzt eingestellt wurde. Da ist einfach gesehen haben, dass Microsoft und OpenGL sie jetzt eh fertig machen werden. Ja, Sind komm. einfach zu dominant. Ja, und wie viele Spiele effektiv mit Mantle Support gibt es? Das ist Battlefield 4, Battlefield Hardline und Sid Meier's Civilization Civilization, Next. ja. Das ist So. eigentlich so im Großen und Ganzen alle großen Mantle-Spiele oder Mantle. Ja, aber es hat einfach den Trend losgetreten, dass man jetzt wieder eine Sie haben hardware-nahe Grafik API hat, ja, Schnittstellen. den Trend losgetreten, dass man die Hardware-neue API hat, aber ja, jetzt ist Microsoft, kommt Microsoft mit DirectX 12, wo man im Future Mark an die Werte schon sieht, dass es gleich auf ist mit Mantle und DirectX 12 hat jetzt dann schon, ich glaube, 15 angekündigte Titel, die DirectX 12 unterstützen werden. Das ist jetzt dann schon das mehr als das Dreifache, wie es jetzt seit über 2 Jahren Mantle-Titel gibt. Und da war irgendwie die logische Konsequenz, glaube ich, sogar, dass AMD sagt, goodbye. Und eben dann gibt es noch die freie Version über GL Next mit Vulkan, wo das wird vermutlich eher mehr im Indie-Segment verwendet werden jetzt. Ja, Soweit ich die weiß, Gro die Unreal Engine ist Vulkan-fähig und die Source Engine ist ja jetzt dann auch Vulkan-fähig. Ja, ich glaube einfach, dass alle das machen, also auch gerade wegen Linux-Bereich Ganz und genau so. Android einfach, wo jetzt wirklich kein DirectX ist, doch mehr nur im Windows, Windows-proprietär. ja, Windows-proprietär, Microsoft-proprietär. Einfach die großen Engine-Hersteller, wenn das GL, also das OpenGL einfach als Backup-Lösung immer Anbieten. dabei Ja. haben, finde ich.
Wo ist von der Qualität eigentlich nicht mehr viel Unterschied noch? Naja, so OpenGL, GLNext und DirectX 11 sind auf jeden Fall gleich auf. Ja. Wie es dann jetzt effektiv mit DirectX 12 ausschauen wird, Ja, das werden wir sehen, wenn es so das kann man rauskommt. nicht sagen, wenn's, das muss man einfach sehen, wenn es rauskommt. Aber im Großen und Ganzen schätze ich einmal, DirectX 12 wird grafisch nicht so viel mehr Verbesserungen bringen. Das ist eher mehr, dass die direkt Zugriff API auf die Hardware vorhanden ist, um ja einfach bessere Performance aus aktueller und auch älterer Hardware rauszuholen, weil man einfach einen wesentlich geringeren Driver-Overhead hat, weil ja direkt auf die Hardware zugegriffen wird über die API und nicht über den Driver selber, weil der Driver sorgt ja für einen gewissen Overhead, weil er so umwandelt, weil er die Befehle ja im Prinzip umwandeln unter Anführungszeichen muss. Und also ich glaube, die Zukunft ist da wirklich, dass das alles in hardwarenahe APIs sein wird und eben kann man durchaus vorstellen, dass jetzt mit Crysis 3, Doch mit guten Details laufen wird. dass es doch mit guten Details laufen wird, eben direkt über Vulkan, weil Nummer A, dadurch, dass es für die Konsolen und so rauskommen ist von Crysis 3, schätze ich mal, Crytek wird da schon irgendwas in der Hinterhand haben, wo sie es mit OpenGL schon gemacht haben. Ja, die haben das Und sicher optimiert. das dann irgendwie auf OpenGL NX zu Um zu arbeiten arbeiten, mit. wird nicht Jahre dauern. Genau, aber wir werden es sehen. So, wir sind natürlich nicht nur ein Spiele- und Technik-Podcast, sondern natürlich auch Medien. Und das allbestimmende Thema, was natürlich ein bisschen ein trauriges Thema war, Diese Woche die Medien dominiert hatte. das war der Tod von Leonard Nimoy, aka Spock. Mr. Spock. Mr. Spock, wir alle kennen ihn, verehren ihn. Ja, es ist traurig, aber ich habe da eine lustige Anekdote. Also, ich kann mich noch erinnern, wo ich klein war, so drei Käse hoch, da habe ich auch immer Raumschiff Enterprise geschaut. Und dann, weiß nicht, irgendwann habe ich das, glaube ich, einmal, habe ich sie einmal dann im aktuellen Alter gesehen. Ich war nicht damals auch schon ein bisschen älter. Ja, bitte. Sie sind ja schon ein bisschen älter wie wir. Leider. Und damals habe ich mir schon überlegt, wie das wohl ist, wenn die einmal alle sterben, weil irgendwann werden sie einmal alle sterben. Und dann ist ja der Scotty oder der, wie heißt der Schauspieler von Scotty? Weiß jetzt, ich kenne vom Namen Ah, her, war sie nur auswendig den William der war Shatner es. Ja, und genau. Leonard Den Nimoy. Shatner kennen wir, Leonard Nimoy. Der war ja der Erste, der ist ja schon vor ein paar Jahren gestorben. Ja. Und dann die Foster Kelly, das war der Bille. Der war ja der Älteste von der ganzen Truppe. Echt, okay. Ja, der war der Älteste. Also der Älteste, also vom Alter her gesehen. Ja, die sind schon weg. Jetzt das Bock. Als nächstes der Captain, hoffentlich noch. Wird's noch ein bisschen dauern. Der William Shatner hat seine besten Zeiten, glaube ich, schon lange hinter sich. Na, das finde ich gar nicht. Echt? Also der Leonard Nimoy, um den war es ja eigentlich ziemlich still. Er hat hier und da wieder mal einen Gastauftritt gehabt, ich glaube bei Big Big Bang Bang. Theory als Figur mit Stimme. Ja, als Big Bang Theory hat er mitgespielt. Dann jetzt bei die Star Trek Remakes, also bei den Reboots, dann Futurama, Simpsons, dann hat er noch ein paar Gastauftritte gehabt. Hat er nicht bei Heroes? Nein, das war der George Takei, gell? Ja. Bei Heroes, gell? Aber er hat halt so hier und da in Serien mitgespielt, aber es war sonst eigentlich relativ ruhig um ihn. Hingegen beim William Shatner, der ist ja da relativ untriebig, der macht eigentlich viel mehr. Ob es jetzt die Onward-Serie war mit dem James Spader, dann jetzt hat er wieder eine eigene Serie am Start. Dann macht er für den Discovery Channel macht er diese Dokumentationen, dann hat er eine eigene Talkshow noch, die regelmäßig rauskommt. An YouTube-Channel betreibt er.
Also der Shatner ist schon sehr aktiv. Ja, das sicher. Aber mit Zenit überschritten meine ich einfach, dass nice. Der Gute einfach schon wirklich... Naja. Nein, die können nicht, die sind immer noch cool. Der Lennart Nimoy... Hey, da willst du da jetzt einen Streit losbrechen? Der William Shatner ist immer noch top-notch. Okay. Ja. Ja, aber, und was ist er gestorben, der Leonard Nimoy? Was man nicht vergessen darf, in Fringe hat er mitgespielt, der Leonard Nimoy. Ah ja, Fringe, genau, das habe ich genau. Fringe war er dabei. Mhm. Aber, und was ist er gestorben? Der hat irgendwie eine Lungenkrankheit gehabt, vom Rauchen, wie er selber gesagt hat. Der hat, glaube ich, am Tag 2 Backen geraucht oder so. Wie viel genau nicht, aber es ist irgendwas verstanden, dass er sehr, sehr viel. Ja, und dann gehabt ist er gestorben, das ist die chronische. Lungenkrankheit. Aber er hat eigentlich eh ein gutes Alter. Ja. Er ist ja alt geworden, aber trotzdem, ohne zu rauchen. Also, liebe Zuhörer, nicht rauchen. Einfach dampfen statt rauchen. So machst du schon wieder Schleichwerbung für den anderen Podcast. Ja, ihr müsst wissen, der Felix betreibt da noch so ein Dampferforum. Jetzt hast du die Gelegenheit, Werbung zu machen. Habe irgendwie keine Lust drauf. Das. Okay. Ja. Also ich bezweifle, dass allzu viele österreichische Zuhörer, die Dampfer sind, nicht schon Mitglied bei uns sind. Ah, okay. In der Facebook-Gruppe. Also. Aber für Leute, die sich für die E-Zigarette interessieren und aus Österreich sind, das sind auch gerne deutsche Zuhörer eingeladen. Sucht auf Facebook nach der Schweizer, wir wissen es nicht. Schweizer sind auch ein paar dabei, ja. Also ja. Schweizer wir auch in der Gruppe. Sucht auf Facebook einfach nach der Gruppe Österreich-Dampf. Südtiroler, das ist, da muss man aufpassen. Wir kennen aber auch Deutsch. Egal, ja. alle, die jetzt zuhören, sind herzlich eingeladen. Ja. Er möge ruhen und fliegen. Absolut. Dann absolut. Zum nächsten Thema. Better Call Saul. Der Spin-off des Breaking Bad Machers. Die ersten Folgen sind jetzt schon ausgestrahlt worden. Und sind oder man kann sie auf Netflix schauen. In Österreich, wir haben in Österreich da relativ lustige Werbung von Netflix. Hast du die Werbung schon gesehen? Ich schaue seit 19 Jahren gerade. Nein, das sind Buswerbungen. Also nee, Buswerbung, nein. Aber ich das sind so ganz witzige Plakate. Steht irgendein Schwachsinn, verklagen sie ihren Chef oder irgendwas. Zu wenig Gehalt, verklagen sie ihren Chef. Ah, dann steht also da so eben nur Better Call Saul. So wie bei Breaking Bad die Werbungen wirklich aber auf die Busse waren, ja. Sind sie da ins Deutsche bei uns in Österreich übernommen und okay, das habe ich nicht mitgedacht, aber Netflix mit heftig in die Budgetkasse, vor allem bei uns in Kärnten, in kleinen Kärnten, dass das auf die Busse oben ist, wow. Nein, es ist nicht auf die Busse, sondern auf die Bushaltestellen. Bushaltestelle, okay. Ja, weil Netflix macht ja relativ viel Werbung. Und das gibt's, es läuft ja bei uns auch auf Netflix, also glaube ich mit einer Woche Zeitverzögerung, schon auf Deutsch. Ja. Ich glaube nicht einmal eine Woche, ich glaube nur ein paar Tage. Nicht einmal ein paar Tage, ja. Aber sie haben halt überall diese lustigen Billboards und... Ein Tag sogar verzögert, ja. Oder zum Beispiel dein One-Night-Stand war hässlich, verklagt die Brauerei. Ganz witzig. Ja, aber zurück zum Kern, zur Serie. Was hältst du davon? Geil. Erzähl uns deine Meinung. Also geil. Ist absolut. Warum? Warum? Erstens haben wir es von komplett verwirrend an mit einer Schwarz-Weiß-Szene. Wo man es soll gut nennen. War nicht so viel Spoiler, Das ist ja nur der Beginn des... Okay, eine Schwarz-Weiß-Szene ist jetzt dann noch nicht wirklich ein Spoiler. Wo man einen alten Herrn sieht, der sich dann merklich an seine Vergangenheit erinnert. Ja. Wo man sich zuerst die ersten paar Minuten fragt, wer ist das jetzt, was ist da los? Was geht da ab? Und ja, dann fängt es schon an und es fängt lustig an. Aber man muss sagen,
diese Flashbacks, Flash-Forwards, Flash-Sideways, die sind für mich ein bisschen verwirrend. Ja, das ist das Lost-Prinzip. Ja, es gibt Flashbacks im Flashback. Also das ist, glaube ich, mein einziger Kritikpunkt, den ich bis jetzt habe. Es ist eigentlich kein Kritik, vielleicht bin ich einfach nur zu langsam, um das zu verstehen, aber ich schaue dann immer aus der Szene und dann verstehe ich, das ist in einer anderen Zeit. Ja, aber das ist Sie probieren es mit Farben zu trennen, aber es haut nicht immer so ganz hin. Also wenn man da mal kurz wegschaut oder irgendwie, ist man dann einfach nicht in der Szene drin. Ne? Ja, man sollte auf jeden Fall genau hinschauen und nicht irgendwie dann nebenbei noch ein Buch lesen oder chatten. Ja, aber was mich wirklich überrascht hat bei Better Call Saul ist, also die Spannung und den Humor einfach sogar noch, also den Humor, dass die ganze Serie ein bisschen lustiger wird als Breaking Bad. Das war im Vorfeld schon so geplant, aber dass ja diese Spannung und die Qualität fortführen, das hat mich schon gewundert, weil eigentlich sind ja diese Spin-Offs oder Prequels sind ja meist schwächer wie das Original. Ja, das Original natürlich, so wie Breaking Bad, wenn das Original super ist, ist ein Spin-Off, wenn es noch halb so gut ist. Also immer noch, Man darf nicht vergessen, dass hinter Better Call Saul der Vince Gilligan steckt und das ist auch der hinter der Showrunner von Breaking Bad und Vince Gilligan hat schon damals bei Akte X bewiesen, dass er gewisse Qualitätsansprüche hat und die auch meiner Meinung nach 9 Staffeln durchgehend bei Akte X eingehalten und ja, die letzten 2 Staffeln waren mies, aber das hat nichts damit zu tun, dass die Qualität schlechter geworden ist, sondern einfach ja, damit, Akte X war dass, gut. Es hat einfach damit zu tun gehabt, dass da David Duchovny nicht mehr aktiv dabei war. Kurzen Einwurf zu Akte X. Das müssen wir aber, glaube ich, dann können wir dann im nächsten Podcast dann einmal ausführlicher behandeln. Von Akte X ist jetzt auch wieder ein neuer Film oder eine neue Serie sogar in Planung. Eine neue Serie ist in Planung von Fox. Ja, sie sind jetzt in Verhandlung wieder mit David Duchovny und der Schauspielerin. Der Name auch nicht ein. Gillian Anderson ist das der Name. Genau. Und da bin ich auch gespannt, was da wird, aber ich glaube, wenn das wieder einmal aktueller wird, werden wir es sicher einmal behandeln. Mhm. Ja, aber zurück zu Better Call Saul. Also dieses Feeling, aber das hat wahrscheinlich auch dieses Feeling, dass sie halt in New Mexico drehen, in Albuquerque. Das macht einfach irgendwie das Setting aus. Aber das ist in anderen genauso. Also bei Breaking Bad, also irgendwie die Stadt und die Region spielt einfach eine Hauptrolle in die beiden Serien. Ja. Und was halt auch nicht zu vergessen ist, ist einfach das, dass bei Better Call Saul viele oder mittlerweile in diese 5 Folgen, die es jetzt bis jetzt gibt, schon sehr, sehr viele Cameo und Gastauftritte von aus Breaking Bad bekannten Leuten waren. Die ja. In einer kleinen Rolle, wo sie noch keine großen Mafia- oder Gangsterbosse waren oder noch keine Auftragsmörder waren. Ja, ich bin schon gespannt, wann da Walter White einmal einen Gastauftritt hat. Ich glaube gar nicht. Nee. Wenn eher in viel, viel späterer Folge. Ja, wir sind ja noch Er spielt ja jetzt im Moment 6 Jahre oder so vor der ersten Folge von Breaking Bad. Ja, und so Anfang 2000, so bis um die 2000 herum. Aber dass er vorkommt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich irgendwo einspielen lässt. Es ist ja die Frage, wie weit es dann halt geht oder wann die Serie halt endet. Ja, das, ich würde mal schätzen, dass... Oder ob sich sogar noch weiterzieht, ob man nicht... Also das ist ja das, was mich interessiert, ob es vielleicht... Dann irgendwann noch mal Sequel... Eben gerade, es ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber wie du es angesprochen hast am Anfang schon, mit diesem Flash-Forward, wo der Saul dann halt schon eben älter ist. Ob man da vielleicht ein bisschen dieses Aftermath oder dieses was ist nach Breaking Bad passiert. Ja, so ob die ganze Serie vielleicht, erster Teil ist Prequel vom Saul und zweiter Teil ist, Sequel. Was ist nach Breaking Bad passiert. Dazwischen könnte man Breaking Bad noch mal anschauen, so in die Richtung. Ne? Ja, das wird man, also ich schätze mal, dass wir 2 ausschlaggebende Sachen haben. Nummer 1, die Einschaltquoten. Nummer 2,
wie ist Vince Gilligan gewillt, wie lange er die Serie treiben will, weil bei Breaking Bad hat er ja von vornherein gesagt, dass wir die 6 Staffeln haben und danach wird aus sein. Ja, aber ich finde das gut. Wie, ja, ich finde das auch absolut gut, weil so Sache. Viele, viele Serien werden halt einfach. Man schaut ja, sich die ganze. Man ist künstlich in die Länge gezogen. Also, so wie zum Beispiel bei How I Met Your Mother ist mir das aufgefallen. Also, das war dann am. Two and a Half Men, ja. Das wird dann irgendwann anstrengend. Deswegen finde ich das eigentlich relativ gut, dass sie einfach von vornherein schon sagen: Okay, ich habe eine Vision. Die Vision wird wahrscheinlich 3-4 Staffeln lang sein. Oder 5 Staffeln lang und dann machen wir wieder was Neues. Ja gut, wir als Doctor Who-Fans dürfen uns aber nicht über lange Serien, die nie abgesetzt werden, aufregen. Ja, aber Doctor Who ist wieder ganz ein eigenes Kapitel. Das ist. Ich weiß nur, dadurch, dass einfach immer wieder ein neuer Doktor ist, erfindet sich die Serie von. Ja, das ist ein ganz anderes Konzept. Ja. Ja. Aber neue Serien, wenn wir gerade bei neuen Serien sind. Netflix und Nintendo. Wir sind schon wieder bei Nintendo, ich weiß. Nintendo lässt uns halt nicht los. Aber Nintendo oder Netflix und Nintendo haben sich zusammengetan und arbeiten an einer Zelda-Serie. Tja, das ist ganz einfach. Positiv, Netflix, negativ? Positiv, sehr, sehr positiv. Netflix wollte, ich würde sagen, so, Netflix wollte auch Konkurrenz zu Game of Thrones und Vikings haben. Genau, und genau deswegen gefällt es mir eigentlich nicht so. Aber warum? Also Netflix hat jetzt schon oft genug bewiesen, dass Netflix, dass sie extrem gute, hervorragende Serien machen können. Man schaut ja, sich das House stimmt of schon. Cards an, man schaut sich ja, das stimmt schon, aber jetzt auch Vikings. Wir nehmen uns jetzt ja alle Zuhörer an, Vikings. Vikings ist Vikings, Game of Thrones ist Game of Thrones. Vom Setting her. So, und jetzt probieren wir das Zelda-Universum in so ein Setting bringen. Oder auf so ein Level zu bringen. Und ich finde, das geht einfach nicht. Also Zelda hat doch noch, also Game of Thrones und Vikings ist doch ziemlich grob jetzt, oder jetzt einmal würde ich mal sagen. Es hat schon eine komplexe, es hat schon eine super Story und einen komplexen Aufbau, aber es ist vom ganzen Setting her noch ziemlich roh. Und Zelda würde ich eher mehr so in der, also eher schwächer, schon fast, also zwischen, also jetzt keine Kinderserie oder so, aber ich glaube, sie planen Zelda, ja, Zelda soll ja auf Kinder abgestimmt werden, bei Netflix habe ich gelesen. Na, Jugendliche eher, was, also ich habe ja. Für Jugendliche und das würde da komplett passen, weil das ganze Zelda-Setting und die Stories, die ja, aber Zelda dann, aber dann verstehe ich die Aussage von Netflix nichts, dass er Konkurrenz zu Vikings oder und zu Game of Thrones machen soll, weil das sind für mich ja, die Aussage zwar selber komplett haben sie nie getätigt, das, die Aussage ist in Blogs und verschiedenen Medien getätigt worden. Ach so, das worden. Ist noch kompliziert. Okay. Und die Aussage beruft sich jetzt dahingehend auf, sie wollen als gleich große und gleich erfolgreiche Fantasy-Serie haben. Also von, und ja, von Produktion, von der Produktion her sicher, ja. Aber es ist halt, also die, allein die Story und die ganze Welt, also wenn man jetzt hernimmt, Majora's Mask ist schon recht. Also Majora's Mask, das wird dann schon eher. Das würde dann schon fast Game of Thrones einordnen. Ja, weil es ist einfach das düsterste und ja. Nennen wir es einmal gewalttätigste Zelda, ja. Ja. Das wird dann schon, aber es ist halt auch die Frage, werden sie jetzt eine eigene Story entwickeln oder wird die Serie auf die Spiele auf die bestehenden, ja, dann wird es die Diskussion der Timeline geben, wird Link reden. Ganz genau, wird Link reden, wird's auf einen Teil der Timeline wird die Serie aufbauen, wenn es nicht eine eigenständige Serie ist. Oder wenn es eine eigenständige Serie ist. Wenn es eine eigenständige Serie ist, die nur darauf basiert, zum Beispiel ein Teil der Timeline, bla bla bla, weil für viele, wenn ihr es nicht wisst, die Zelda-Timeline ist so circa das Verrückteste, was sich ein Japaner je ausgedacht hat. Denn die Zelda-Timeline besteht im Großen und Ganzen aus 4 Teilen. Der Hauptteil fängt mit Skyward Sword an, der ist vor jetzt ein paar Jahren auf der Wii erschienen ist. Und hört dann mit Ocarina of Time aus, die erste Haupttimeline, und dann spaltet sich die Timeline in 3 verschiedene Untertimelines auf, wo die erste ist, der Held der Zeit hat überlebt und Ganondorf besiegt und ist jetzt ein Kind.
Das ist da, wo man Majora's Mask einsetzt. Dann gibt es die Timeline, der Held der Zeit hat verloren. Und dann die dritte, also die dritte ist, scheiße, jetzt blamier ich mich. Aber es ist ja scheißegal. wir werden die Timeline dann irgendwo auf der Homepage dann noch verlinken. Es ist kompliziert, aber um das geht's glaube ich nicht. Ich glaube bei Zelda, es geht eigentlich nicht darum, dass es jetzt eine durchgängige Story oder einen Kanon hat. Das ist bei Zelda, glaube ich, nicht so wichtig, sondern es sind diese Einzelgeschichten. Also, so wie zum Beispiel bei American Horror Story. Da ist jede Staffel ein eigenes Universum im Prinzip oder eine eigene Geschichte, die erzählt wird. Und ich glaube schon, dass Netflix auch mehr in die Richtung hingehen wird. Sie werden sich nicht direkt anlehnen an die bestehenden Stories, die schon existieren, sondern einfach ihr eigenes schaffen in diesem Zelda-Kontext und in diesem Zelda-Universum. Ich finde, das ist interessant. Also nur kurz noch, ich habe jetzt nur schnell zur Erklärung, ich habe die noch kurz die Zelda-Timeline jetzt von mir, dass ich das noch okay. Loswerde, weil sonst frisst es mich auf. Also es ist so, es ist so, wenn man in Ocarina of Time stirbt, egal an was man Punkt, damit hat sich die Zeitraum, dass der Held gestorben ist, die Zeitlinie, dass der Held gestorben ist, aufgemacht. Das fängt dann mit der Link to the Past an. Und dann gibt es noch die Zeitlinie, dass man Ganondorf besiegt hat. Und die teilt sich dann in zwei Zeitlinien auf. Einmal die Children-Zeitlinie, die Kinderzeitlinie. Das ist dann mit Majora's Mask, Twilight Princess, Four Sword und Hyrule Adventure. Und also einmal die Cell-Shaded Adventures? Nein, das sind nicht die Cell-Shaded. Jetzt kommen die Cell-Shaded. Okay. Und einmal gibt es dann, und dann ist die zweite Zeitlinie von Ganon wurde besiegt, die linkes Erwachsenen-Zeitlinie. Das fängt dann mit Wind Waker an, Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Ja, und das ist halt dann die Zeitlinie, Ganon wurde besiegt, Link als Erwachsener. Ja, wieso es da jetzt an, nachdem man Ganon besiegt hat, zwei Zeitlinien gibt, weil man... Ja, ich verstehe schon, weil einfach die Entwickler gewisse, also die sehen... Die bedienen sich einfach nur, es gibt die Charaktere und die Welt, in dem Zelda lebt. Also es gibt dieses Hyrule-Universum und da drinnen probiert halt jeder Game Designer und jeder Entwickler sein eigenes Spiel und seine eigene Geschichte zu erzählen und seine eigenen Themen zu behandeln. Und ich finde diese Diskussion um die Zeitlinien, also ist das jetzt zusammenhängt oder nicht, finde ich eigentlich gar nicht wichtig, sondern für die Spiele ist es wichtig, dass das Spiel und das Universum, in dem das Spiel stattfindet, konsistent ist und das gleiche, glaube ich, gilt auch für die Serie. Also es ist jetzt nicht so wie bei Game of Thrones, dass das jetzt strikt noch so passieren muss wie auf den Büchern, das passiert ja nicht in der Serie. Ja, auch nicht, nein. Und ich glaube auch nicht, dass die Zelda-Serie so sein wird. Aber man darf gespannt sein. Ja, ich bin halt auch neugierig, wie jetzt an was Nintendo haben will und was Netflix haben will und wie sich die zwar dann einigen werden, weil ich schätze mal, Nintendo wird ein paar andere Ansprüche als japanisches Unternehmen haben wie ein amerikanisches Unternehmen. Ja, aber das Zelda ist eigentlich ja, es ist ja geplant, also Netflix hat jetzt begonnen, glaube ich nächste Woche startet es in Australien mit dem Streaming und eben die Zelda-Serie soll fertig schauen, wenn Netflix eben in den japanischen Markt eintreten will. Das soll so das Goodie sein, also ich glaube fast, dass es sich stark nach den japanischen Ansprüchen anrichten wird. Muss ja nichts Schlechtes sein, weil ja, ich finde, solange es nicht eine billig japanische Live-Action-Serie oder was fällt mir jetzt zum Beispiel die Live-Action-Versionen von Death Note oder von die waren gut. Also Death Note-Filme, die japanischen, waren witzig. Ich liebe Animes, aber ich bin absolut kein Freund von Live-Action-Filmen. Ja. So, ich habe noch keinen Live-Action-Film gefunden, der mir wirklich gefallen hat. Ja, aber wir können ja mal ein eigenes Thema machen. Du kriegst jetzt Hausaufgaben, schauen wir uns mal an und dann zerpflücken wir dann mal. Oder wir könnten eigentlich einmal so eine kleine Review von so einem Live-Action-Film machen. Okay, dann kommen wir mal zum Ende. Also danke, dass ihr die schlechte Tonqualität überlebt habt. Und bis jetzt zugehört habt und noch nicht eingeschlafen seid.
Ihr findet uns, also wenn ihr einfach euer Feedback zu unserer Show geben wollt, einfach auf www.facebook.com/mediatoaster. Dann lege ich euch auch noch unsere Patreon-Seite ans Herz, also www.patreon.com/mediatoaster. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, einfach Ralf Dörflinger auf Facebook oder ihr schickt mir einfach etwas auf Twitter auf @r.dörflinger mit OE. Könnt ihr ja loswerden. Kommentare, Wünsche, Beschwerden, Anregungen. Ich bedanke mich jetzt auch. Genau. Bei allen Leuten, die bis jetzt geschafft haben, zuzuhören, ohne einzuschlafen oder abzuschalten. Durchzudrahen. Sich zu betrinken, aus genau. dem Fenster zu stürzen. Das Handy oder den Computer gegen den Boden zu werfen. Das Bedürfnis zu haben, uns zu töten oder so. Kritik ist durchaus erwünscht, aber bitte. Wir werden dran arbeiten und verbessern. Das war das Pre-Release Alpha des Media Toaster Podcasts. Das heißt, wir sind vor dem Steam Greenlight, also. Genau. Aber wie gesagt, Kritik wäre halt konstruktive Kritik erwünscht und. Er könnte uns auch beschimpfen, aber dann beschimpfe ich zurück, das ist klar. Dann wird das Rageface ausgepackt. Genau. Und schon geht das Trolling los. So, das war jetzt wahrscheinlich die längste Verabschiedung aller Zeiten. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mahlzeit. Ja.